वृंदावन धाम की जय। गुरुदेव की जय। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षा मम कृष्ण 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 पाहि मम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मम। Ein ganz lieben Gruß an all die Freunde und Devotees, Gottgeweihten in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, dass der große Schatz, den Srila Prabhupada uns geschenkt hat, mit dem heiligen Namen, mit den heiligen Schriften, mit dem heiligen Dharma Sri Vrindavan, euch sehr, sehr tief in das Herz eindringen mag und dort verweilen mag und so stark werden, dass alle anderen Dinge, die im Herzen gar keinen Platz haben und gar nichts zu suchen haben, einfach zu vertreiben sind. Denn Vrindavan und die Liebe zu Krishna und seinen Geweihten und seinen heiligen Govardhan-Hügel, zum Yamuna, zum Staub von Vrindavan, der von den Lotusfüßen der Gopas und Gopis und reinen Gottgeweihten überall berührt worden ist, diese Anhaftung befreit uns von der Anhaftung an die Sinneswelt, die Anhaftung an die egoistischen Wünsche, die nichts weiter als den Zweck erfüllen, zu versuchen, sich selber in den Mittelpunkt zu rücken. Und das klappt sowieso nicht. Aber in Vrindavan lernen wir es an jeder Straßenecke. Radha und Krishna, die sind im Mittelpunkt. Und deren Liebe ist die größte Heilswirkung für unsere Existenz. Durch die Liebe zu Radha und Krishna, Chaitanya Mahaprabhu und den Vaishnavas können wir tatsächlich von all diesen traurigen Erlebnissen unserer weltlichen Existenz befreit werden. Denn das ist die Beziehung, Sambandha, die wir ewiglich mit dem Höchsten Herrn haben, seine liebevollen Diener zu sein. Und hier in Vrindavan können wir das mit aller Freude erleben. Ganz besonders, wenn wir mit den Vaishnavas zusammen herumgehen und Krishna an jeder Ecke erinnern und versuchen, seine Diener zu werden. Das heißt, nicht nur diesen Moment ihm zu opfern, sondern unser ganzes Leben. Und das heißt auch, überall wo wir sind, Vrindavan Zweigstellen aufzumachen. Ob es in Kurukshetra oder in Govindas Bauernhof oder im Vrindakunja-Kugler-Straße ist, ob es in Freiburg, Thun, Wien oder wo auch immer ist. Wenn wir den Wunsch haben, Krishna im Zentrum zu haben, dann können wir ein kleines Vrindavan dort etablieren. Und das wird uns sehr viel Freude bereiten. Und das wird all denen, die dann bei uns zu Besuch kommen, die Hoffnung geben, dass es doch ein Land der Liebe wirklich gibt. Und dieses Land der Liebe ist Vrindavan. Es ist das Land, wo man alle diese Dinge, die einen vom wirklichen Lieben abhalten, frei davon wird, sich von ihnen befreien kann. Und dadurch seine eigene Herzensreinheit entwickeln kann. Denn wirkliche Liebe kann man nur mit einem reinen Herzen empfinden und wahrnehmen. Und dieses reine Herz ist nicht leicht zu bekommen. Aber durch den Segen der Vaishnava und dadurch, dass wir nicht aufgeblasen und überheblich sind und dadurch, dass wir immer Zuflucht und Hilfe suchen beim heiligen Namen Krishnas, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Sri Govinda, Gopinath, Madanambham. Durch dieses immer Zuflucht suchen beim heiligen Namen
wird unser Herz gereinigt werden, unser Verstand geläutert werden, unsere Intelligenz geklärt. Und dadurch mit solch einem reinen Verstand können wir das nicht nur empfinden, sondern auch noch weitergeben. Und das ist das Geheimnis des Krishna-Bewusstseins, das Srila Prabhupada uns gegeben hat in Vrindavan. Das Schönste der ganzen Schöpfung, das Liebesland Vrindavan kennenzulernen, sich anzuhaften und es dann weiterzugeben, damit auch noch andere Menschen dieses gleiche Liebesland kennenlernen können. Und dieses Liebeslied, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Seid nie enttäuscht, seid nie verzweifelt, denn diese Momente, die schwierigen Momente des Lebens sind immer dazu da, uns Krishna und Vrindavan näher zu bringen. Hare Hare, alles Gute und bis bald. Das wäre die einzige Möglichkeit, dass Europa, also dass Deutschland in kürzerer Zeit Bild gestalten hat. Wenn die Brahmacharis unheimlich viel Erfolg haben, die Sache solide machen und wenn der Mewegmina Tempel mehr belebbar ist, dass man auch, falls irgendwas mal passiert in Berlin, immer noch die Bildgestalten mit auf ihren eigenen Hof nehmen können. Das wäre die einzige machbare Situation. Und ob wir solche Bildgestalten haben wollen oder vielleicht andere aus Marmor oder so, das sind auch alles Entscheidungen.